Nervöser Beginn im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die Frauenbundesliga. Der ASKRler versuchte von Beginn weg mit aggressivem, körperbetontem Spiel die Spielkontrolle zu erlangen. Doch die Vorderländerinnen ließen nichts anbrennen und nahmen ab der 10. Spielminute das Heft in die Hand und kamen auch zu Chancen. Doch vorerst klappte es nicht mit dem Toreschießen. 12. Spielminute, Wieso setzt nach, erkämpft sich den Ball, zieht alleine auf Erler Torfrau Lenhardt. Die Venezolanerin kommt ins Straucheln, sodass der Abschluss zu schwach ausfällt und Klima das Leder von der Linie kratzt. 3 Minuten später der nächste FFC-Angriff. Sanchez Boses Abschluss fällt aber zu schwach aus und es bleibt beim 0:0. In der 30. Minute ist es dann aber soweit. Der Führungstreffer für die überlegenen Vorderländerinnen. Müller erkämpft sich das Leder, spielt weit auf Wieso, die zieht alleine Richtung Erlerkasten und netzt kaltblütig zum 0:1 ein. Dies ist dann gleichzeitig auch der Pausenstand. Hinein in den 2. Spielabschnitt. Wieder sind es die FFC-Girls, die Spiel und Gegner unter Kontrolle haben, den Ton angeben. Doch die sich bietenden Chancen, die Führung weiter auszubauen, werden nicht genutzt. So scheiterte Sanchez Pose in der 52. Spielminute im 1:1 gegen Erlersdorf-Frau Lenhardt. Müller und Co. weiter im Vorwärtsgang. 53. Spielminute, Wieso setzt sich durch, doch ihr Heber geht knapp übers Erler-Gehäuse. Und in der 61. Minute verpasst Sanchez Pose nach einem Kirchmann-Schuss die große Chance auf das 0:2. Kurze Zeit später, in der 70. Spielminute, bringt der Schiedsrichtergespann die Erlacherinnen mit einer krassen Fehlentscheidung ins Spiel zurück. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld kommt Stanislavska ans Leder, drückt ab, die Kugel springt vom Pfosten ins Feld zurück. Schiri Telek entscheidet nach Intervention von Assistent Celebi zur Verwunderung aller auf Tor. Die Sommertruppe lässt sich nicht entmutigen, kämpft weiter und geht in der 79. Spielminute durch ein Eigentor von Erla erneut in Führung. Und als alle mit einem knappen, aber verdienten Vorderlandsieg in der Höhle des Löwen rechneten, doch noch der Ausgleich. Nach einem Eckball von links wird die im langen Eck stehende Petrusova übersehen, die zum Glücklichen 2:2 einnetzt. Mit diesem Remis hat der FFC Vorderland, der Jacqueline von Brühl mit einem Bänderriss verlor, einen ersten Schritt in Richtung Frauenbundesliga gemacht. Ja klar, wir können uns mit dem Ergebnis zufrieden schätzen. Wir haben 2:2, wir haben 2 Tore auswärts gemacht. Das müssen die jetzt erstmal bei uns schaffen. Also ich hätte es jetzt eine kleine Stärke geschätzt, das ist meine Meinung. Sie haben keine richtige Torchance gehabt. Wir haben ein kleines Spiel dominiert. Schade, dass es auch nur 2:2 ausgegangen ist, aber wenigstens 2 Tore. Wie ich davor schon gesagt habe, das ist ein Spiel zweier Mannschaften, die sich auf Augenhöhe treffen und das war's, es ist hin und her gegangen. Ich glaube, das 2:2 geht in Ordnung, wobei 2 Tore sein, die muss ich mir im Video anschauen. Das Tor zum 1:1 und zum 2:1, das ist jetzt aus meiner Sicht, war das einfach nicht zu sehen, ob das wirklich hinter der Torlinie war. Schade, es hätte meine Mannschaft sicher auch die Chance gehabt, das Siegestor zu machen, aber auch der Gegner hätte die Chance gehabt, das Siegestor zu machen, keine Frage. Ich bin zufrieden, ja, muss ich wirklich sagen. Zwei Auswärtstore geschossen, ist eine sehr gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Doch, Mädels haben super gekämpft, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr wenig zugelassen. Erla glücklich zum Ausgleich gekommen. Ja,